Hallo Leute, ich bin Ava, willkommen bei Alles Ava. Es ist die Spooky Season, es ist Herbst und ich dachte, wir machen mal passend dazu ein Video. Ich gefalle ja immer meine 24-Stunden-Video, also dachte ich, machen wir 24 Stunden nur Schwarz und Orange essen, weil das so Halloweenige Farben sind. Ich bin jetzt so krass im Halloween-Modus eingestattet. Ich habe schon mein Halloween-Kostüm bestellt. Ich esse die letzte Woche gefühlt nur Pumpkin-Spice-Sachen. Also bin ich bereit, dieses Video zu drehen. Übrigens kommt meine Mom noch später dazu. Die ist gerade unterwegs. Sie musste ein paar Sachen machen. Und ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist mich umziehen. Weil das jetzt nicht super Halloweenig ist. Und ich will auch nur schwarz und orangene Sachen anziehen. Was ein bisschen schwierig sein wird, weil ich glaube, ich habe überhaupt keine orangene Klamotten. Wir schauen einfach mal. Wir stehen hier. Ich schaue schon mal meinen Kleiderschrank und ich sehe hier keine orangen Sachen. Ich sehe hier das. Das ist ein bisschen orange, aber das ist auch eher braun. Ich habe aber sehr viele schwarze Sachen. Ich habe so gefühlt 5 basic schwarze Longsleeves und ich liebe die alle. Ich habe eine Obsession mit basic schwarzen Longsleeves. Also weiß ich, dass ich einen von denen anziehen werde. Die sind in meinen Augen alle anders. Ich liebe die so sehr. Und eine Hose. Ich habe nur eine schwarze Hose. Ich hole die. Das ist meine schwarze Hose. Ich bin wirklich überrascht, dass ich keine orangene Sachen habe. Ich schaue mir auch gerade hier meine Tops an. Ich habe einen nicht sehr farbenfrohen Kleiderschrank. Ich glaube, das kann man gut sehen. Also diese schwarze Hose und ein Basic Longsleeve, was ich mir jetzt aussuchen werde. Bin ich das oder ist meine Stimme morgens immer mega kratzig? I don't know. Vielleicht bin ich das nur. Wir sind umgezogen. Wir sind nicht mehr in unserem Pyjama. Ich habe jetzt einfach dieses so Basic Skins Top gewählt und ich glaube, das ist mein meistgetragenes Kleidungsstück ever. Ich liebe dieses Top über alles. Ich habe auch Schmuck an, aber ich weiß, dass es nicht wirklich zählt, weil es Gold ist und nicht Orange. Aber das muss mal eine Ausnahme sein, weil ich mich ohne Schmuck automatisch nackig fühle und das nicht gut ist. Und wir gehen jetzt erstmal hoch, um was zu frühstücken. Welcome in meiner Küche. Sorry, wenn es ein bisschen unordentlich aussieht. Ich habe vergessen aufzuräumen. Egal, eigentlich wollte ich jetzt eine Pumpkin Spice vormachen. Ich habe extra den Mixer rausgeholt, aber das Ding ist, meine Mom hat das Rezept, ich nicht. Meine Mom ist gerade nicht hier. Also müssen wir jetzt erstmal ein bisschen warten, bis sie zurückkommt, damit wir die Bowl machen. Und währenddessen esse ich einfach was anderes. Das passt perfekt heute zum Farbenschema. Hallo! Also, Mama ist wieder da. Das kann man ja sehen. Und jetzt haben wir auch dieses Rezept. Das bedeutet, dass ich mir jetzt auch was Richtiges zu essen machen kann. Und das ist schon ziemlich zerrockt. Allerdings ist eine Zutat, die wir hierfür brauchen, bei den Sachen dabei, die wir für euch eingekauft haben. Wir waren nämlich gestern shoppen. Ja. Denn nur orange und schwarz zu essen ist gar nicht so einfach. Und besonders schwarz war schwierig. Ja. Und wir haben noch ein Problem. Ava hat was Schwarzes an. Und ich habe mir heute früh auch was Schwarzes angezogen. Da du nichts Orangenes hast, würde ich sagen, du machst einen Haul von allem, was wir gekauft haben, während ich mich oben schnell umziehe. Ich habe nämlich ein oranges T-Shirt. Ich werde ganz schön frieren für euch. Alles für euch. Dankeschön. Genau, du machst die Challenge und dann gibt es was zu essen. Und das Rezept machen wir im Herbst ganz oft, deswegen sieht der Zettel schon ein bisschen mitgenommen aus. Aber dann überlasse ich dir wieder die Kamera. Genau. Und bin gleich orange zurück. Wir sind extra zum Globus gefahren, um eine große Auswahl zu haben. Und eigentlich wollten wir es so machen, dass einer orange und einer schwarz ist. Ich sehe jetzt hier nicht so viele Esssachen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht was für uns. Ich habe jetzt entschieden, ich werde wieder Kekse backen und ich nehme einfach so Cookie-Cutter mit. Aber es gab fast keine schwarzen Lebensmittel und keiner sollte natürlich verhungern. Aber wir haben unser Bestes gegeben und was wir gekauft haben, zeige ich euch dann zu Hause. Schau nicht so glücklich. Lecker, super. Die sind doch perfekt. Fast schwarz und ein bisschen orange. Was habe ich dir jemals angetan? Als hätte dir einer auf die Füße gereiert. Lecker! Schwarze, spanische Oliven. Ich liebe Oliven. Ich habe Ava jetzt überredet, hier Pumpernickel mitzunehmen. Die fühlen sich nicht an wie Brot, die sind zu hart. Weil richtiges Schwarzbrot haben wir jetzt hier irgendwie gar nicht gesehen. Ich glaube, wir sind blind. Seht ihr es? Schreibt uns, wo es ist. Weil wir hätten gerne gehabt, dass zumindest Schwarzbrot draufsteht. Ja. Ja, Tasche sehen, die sehen.
eigentlich jetzt einfach prinzipiell, was wir alles so gekauft haben. Wartet. Jetzt könnt ihr mich auch hoffentlich wieder normal sehen. Also es ist überraschend schwierig, schwarze Sachen zu finden. Ich war also überrascht. Also als erstes hier so ein Pudding. Der ist jetzt nicht ganz schwarz, aber der Schokolade. Also ist das im Prinzip schwarz. Das ist zwar nicht zum Essen, aber riecht so gut. Ich könnte es essen. Das riecht nach Gingerbread. Ja, es ist eine Weihnachtskerze, aber sie ist orange. Also es ist im Prinzip einfach Halloween. Ich wünschte, man könnte Kerzen essen. Ich liebe Kerzen so sehr. Ich glaube, das sage ich jetzt in jedem Video. Okay, was haben wir noch? Ich wurde gezwungen, diese Dinger zu kaufen. Diese Softcakes. Kein Kommentar. Ich will dann nochmal Plätzchen machen. Also habe ich mir so Cookie Cutter gekauft. Die sehen so cute aus. Ich habe aber Angst, das ist mir gerade aufgegangen, wenn ich die Cookies dann so mache, dass die dann im Ofen ein bisschen breiter werden und dann sieht es einfach aus wie nur so ein Blob. Wir hoffen mal, dass das nicht passieren wird. Was haben wir noch? Eigentlich wollte ich Lakritze mitnehmen, aber ich habe keine Lakritze gefunden, deswegen musste ich so Salino-Dinger mitnehmen. Ich glaube, das ist auch Lakritze, aber in einer anderen Form. Wie gesagt, wurde wieder gezwungen, die mitzunehmen. Freue mich nicht, die zu probieren. Marmeladezeug. Sehr lecker. Mein Papa ist obsessed mit PB&Js. Die habe ich mitgenommen für die Smoothie Bowl, weil ich erst so Müsli drauf machen wollte. Aber Müsli ist ja nicht schwarz. Also will ich dann Oreos so kaputt machen und dann werde ich die Oreos einfach auf die Bowl machen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich wieder am Labern bin und ich könnte hierzu noch stundenlang was sagen. Also habe ich euch das jetzt erstmal hier alles hingestellt und zeige euch mal. Tada! Wir haben viel mitgenommen. Es war schwierig. Glaubt mir. Eigentlich wollte ich mir noch Schwarzbrot mitnehmen, aber komischerweise hatten die kein Schwarzbrot, deswegen mussten wir Pumpernickel mitnehmen. Es wird interessant zu probieren. Und du hast alles gezeigt? Ich habe alles gezeigt. Leute, ich dachte, die hätten dort auch schwarzes Eis, weil ich weiß genau, wir haben schon einmal vor... Bist du dir sicher? 3 Jahren oder so. So ein Video gefilmt, da haben wir nur schwarz gegessen. Und da hatten die schwarzes Eis. Okay. Ja, dieses Mal, naja. Egal. Tada. Und ich habe sogar, könnt ihr es sehen, Kürbisohrringe. Wow. Mhm. Wow. Ja, hier, das ist Dedication für dein Video. Ja. Also ich würde sagen, ich mache jetzt Du machst Kürbis. Guck mal, wie groß die Evie geworden ist. Ich bin keine kleine Frau. Ich bin etwa 1,72. Jetzt stehst du auf Zehenspitzen. Ich Nein, nicht. Mama. Doch, tust ich du. Ich doch nicht. Tust du. Ich doch nicht. Ja, aber du bist fast so groß wie ich. Ja. Ja. Ich würde jetzt erstmal die Sachen holen. Okay, so, das war jetzt ein bisschen abgelenkt, aber ich als stolze Mama. Soll ich dir dabei helfen oder lädst du mich dann einfach zum Essen ein? I can do it. Ich lade dich dann ein. High five. Ja, high five. Es ist so schön. Früher musste ich so viel machen und jetzt komme ich nur noch zum Futtern. Praktisch. Ja. Es tut mir leid, du musst mir doch helfen. Ja, ich dachte, ich könnte chillen, aber jetzt bin ich hier Kamerafrau und... Was? Ich dachte, du räumst das weg. Aber ich... Bisschen Geduld, Mama. Also als erstes, wir brauchen eine gefrorene Banane. So, das ist eine gefrorene Banane. Jetzt brauchen wir ein Viertel Tasse. Eine Vierteltasse oder eine Tasse? Eine Vierteltasse. Sind wir in Amerika? Okay, wo sind die Tasten? Im Esszimmer, warte. Okay. Nee, in der Schublade. Okay. Hier, da haben wir ganz viele. Ich hab kurz gestresst. Wir brauchen ein Viertel. Ist das ein Viertel? Ja. Was ist jemals mit Esslöffel und Teelöffel passiert? Und das ist schwarz. Du darfst es benutzen, sonst hättest du es mit der Hand abwiegen müssen. Yay! Yay! Super. Das ist Kürbisbrühe. Dann brauchen wir jetzt... Zeig mal. Butternut. Birne. Banane und Karotte. Ah, das ist das Falsche. Das ist weder noch. Wir haben aber noch, wir haben welches im Schrank. Komm. Guck hier im Schrank. Im Vorratsschrank. Da drin. Ja. Hier. Das ist umgefallen. Hier. Ach. Du versteckst immer alles. Du bist so, Ava, wieso weißt du nicht, wo ich die Sachen hingelegt habe? Ja, aber ich dachte, wir hätten auch welches mitgenommen. Ja, stellt sich fest. Hatten wir wohl nicht. Hatten wir nicht, nee. Weil ich wollte nämlich noch sagen, als wir das gekauft haben, dachtest du bestimmt, du müsstest das aus dem Glas pur löffeln, oder? Das wäre toll gewesen. Stopp! Erst einmal pur löffeln, kalt wie so ein Baby. Das ist ein Quatsch. Wenn der Papa da wäre, dann würden wir ihn das machen lassen, aber der ist arbeiten. Der Trick.
Das ist doch genug. Nee, das fühlt sich an wie zu viel. Nein, halt rein damit. Okay. Brauchen wir einen Teelöffel Vanilleextrakt. Wir machen euch das Rezept in die Infobox. Ja. Ihr müsst uns jetzt nicht zugucken, wie wir das ganze Rezept machen. Schaut mal. Ich fülle noch einmal drauf, falls wir es vergessen. Ist nicht zu kompliziert. Tada, könnt ihr pausieren und schreiben zur Not. Es ist fast leer, aber ich werde es noch nicht wegschmeißen. Ist wie der Thermomix, ne? Funktioniert noch. Funktioniert noch. Dich verlassen alle Kräfte? Nee. Was hast du bisher gegessen? Eine Mandarine. Kein Wunder, dass du keine Energie hast. So, schaut mal. Das Ganze ist sehr gelb geworden, deswegen versuchen wir das jetzt mit oranger Lebensmittelfarbe einzufärben. Muss ich verhungern? Mhm. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich habe nämlich in Erinnerung, dass das durch das Kürbispüree irgendwie oranger wird, aber nein, nein. Bon Appetit! So schaut das jetzt aus, ist nur ein bisschen flüssig geworden. Ein bisschen. Letztes Jahr habe ich das voll oft gemacht. Ich glaube, ich habe immer mehr als nur eine Banane genommen, aber wir hatten jetzt keinen Bock mehr. Das ist eine Suppe. Ey, wie, nicht schlürfen im Internet. Bisschen wie Babybrei, oder? Lecker. Lecker. Ach, schaut mal, und damit es hübsch aussieht, stell's doch bitte nochmal hin, du hast echt Hunger. Hatte ich vorhin da noch schön eine Orange, nee, nicht Orange, eine Mandarine für dich reingetan. Dankeschön. Okay, lass dir schmecken. Du darfst dich mit deinem Essen gerne auch hinsetzen. Du musst es nicht im Stehen essen. Gott, guck mal, wie sie am Verhungern ist. Autsch. Ey, wie, es ist schon fast fertig, aber weil es für mich nicht gereicht hat, esse ich hier diesen Joghurt und das können wir uns teilen. Das hätte ich nämlich gerne. Komm, probier es wenigstens mal. Mmh. Ich liebe Babygläschen. Darf ich es fertig essen oder möchtest du tauschen? Freu dich. Ich esse lieber meine Suppe. Okay. Es ist jetzt Zeit zu dekorieren. Hoffentlich könnt ihr die Deko Kisten sehen. Ich habe extra dieses Jahr keine neue Deko gekauft, weil ich schon so krass viel Deko habe. Das sind 2 Kisten von so 6. Also wir werden auf jeden Fall genug haben. Ich werde jetzt da einfach alle orangen und schwarzen Sachen finden und die einfach in meinem Zimmer verteilen, weil gerade mein Zimmer nicht sehr orangen-schwarz ist. Und das bedeutet, dass ich ja nicht sehr viel Zeit in meinem Zimmer verbringen kann. Deswegen würde ich sagen, fangen wir schon mal an. Also, ich schaue gerade durch die Sachen und dann habe ich was gefunden. Und ich kann nicht entscheiden, ob es das coolste Ding ist, was ich jemals gesehen habe, oder das cringeste Ding, was ich jemals gesehen habe. Dieses Schild, da steht Witches Brew drauf und das ist so ein Starbucks-Logo. Es ist schwarz, also könnte ich es auch nehmen, aber ich weiß nicht, ob ich es mag. Und dann habe ich noch eins, was nicht schwarz ist, aber ich trotzdem lustig fand. Basic Witch. Ich frage mich ganz ehrlich, wo meine Mom diese Sachen überhaupt gefunden hat. Ich habe schon 2 Sachen gefunden, die mir gefallen haben. Also als erstes dieser Kürbis, weil der mir so Jellycat-Vibes irgendwie gibt. Und der sieht einfach so süß aus. Und ein einzelner Kissen. Nicht 2 Kissen, nur ein Kissen. Also muss ich jetzt noch ein bisschen weiter schauen. Ich habe jetzt erstmal alle Sachen hingestellt. Ich habe nicht super viel gemacht, weil ich dafür keine Zeit habe. Ich habe nämlich heute noch andere Sachen vor. Also zeige ich euch erstmal alles. Hier ist so ein Wichtel, der ist orange und perfekt für mich. Da ist meine neue Kerze. Davor hatte ich hier diese abgemagerte Kerze. Die sieht einfach so schön aus. Schaut mal, wie cute die ist. Und die wollte ich hier noch stehen haben, aber ich will jetzt auch wieder mal eine richtige Kerze da stehen haben. Da drüben kann man meinen Becher sehen. Irgendwie schmeckt Wasser in diesem Ding viel besser. Ich habe jetzt das Kissen da hingestellt. Ich dachte, es würde nämlich komisch aussehen, wenn da einfach nur ein Kissen da ist. Und da ist auch der Kürbis. Und als letztes, ich wollte unbedingt noch was Schwarzes haben. Also habe ich mir hier diesen Geist geholt. Ich weiß, der ist auch ein bisschen weiß. Aber auch ein bisschen schwarz. Also finde ich, gilt der. Ich habe wieder Hunger. Jetzt ist Mittagessenzeit. Bist du auch ein bisschen näher kommen? Ja, ich wollte nur zeigen, die Via sucht auch schon noch was zu essen. Weil immer alle nach der Via fragen. Ja. Klar will ich näher kommen. Super. Also, das ist schon. Mama hat verlernt, wie man die Kamera hält. Wie so, so weit weg. Ja. Also wir machen jetzt Nudeln. Aber die Nudeln sind nicht schwarz. Wir haben hier Lebensmittelfarbe und Orange mit Pesto. Ich bin aber ein bisschen verwirrt, weil hier was steht, was ich nicht hingestellt habe. Ah, das habe ich hingestellt. Das sind die schwarzen Oliven. Mmh, Ava, schwarze Oliven. Die kannst du mit der Karotte aufschneiden. Dann sind wenigstens ein paar Vitamine dabei. Also, ich bin nicht geisteskrank, deswegen mag ich keine Oliven. Ja, du magst vielleicht nicht geisteskrank sein, aber trotzdem. Wir fangen mit den Nudeln an. Ich habe Angst. Wir machen hier jetzt die schwarze Lebensmittelfarbe rein. Oh. Wow! Wow! Kamera ist beschlagen, da muss noch mehr rein. Ja, sehr gut.
Sieht aus wie Gift. Ich habe Angst, es zu essen. Da sind die Oliven. Und die Karotte. Die sind wie kleine Äuglein, ne? Ach, fängst du mit der Karotte an? Ja. Ja, logischerweise, die Dinger mich nicht anfassen. Lass mal den Mund atmen. Das, die riechen doch nach nichts. Du tust so. Also, so sieht es jetzt aus. Das ja. Hat super funktioniert. Eher grün als schwarz, aber ich muss ja was essen, deswegen machen wir jetzt Orangen mit Pesto noch dazu. Okay, das war voll der Fail, ne? Ich dachte echt, die Nudeln wären dann schwarz. Das habe ich bei anderen schon gesehen. Das Wasser war schwarz. Ja. Nur nicht die Nudeln. Also wir haben es probiert. A for effort. Wir haben es probiert. Jetzt ist es Zeit. Ich finde, die sehen jetzt ein bisschen schimmelig aus, aber egal. Und jetzt kommen da noch die Oliven drauf. Also es ist nicht das beste Essen, was wir jemals in so einer Challenge gekocht haben, ne? Ach, wirklich? Hoffentlich schmeckt es besser, als es aussieht. Ja, du wirst es gleich ausfinden. Bon Appetit! Schau mal, was du noch hast, so als kleinen Trost. Jetzt haben wir noch Cola. Warte, ich habe sogar eine schwarze Gabel für dich. Bye, bye, Geist. Bye, bye, Geist. Ach, wie süß der da jetzt rausguckt. So. Guten Appetit. Guten Appetit. Die Pesto ist gut. Ja? Ja. Dann lass es dir schmecken. Danke. Wir sind auf dem Weg nach Frankfurt und es war nämlich ein bisschen langweilig und ich wollte einfach nicht den ganzen Tag zu Hause verbringen. Wir haben auch ein paar Snacks und zwar TikTok. Ich habe vorhin TikTok gesagt, ey, wie holst du mal die TikTok raus? Ich war ein bisschen verwirrt, ganz ehrlich. Ich bin gespannt, das zu probieren, weil das ein Vitamin-Ding ist. Oh, ich will auch. Okay, warte, das wird schwierig mit einer Hand aufzumachen. Das mache ich gleich, wenn ich die Kamera ausmache. Ja, und wir werden da einfach so ein bisschen chillen. Okay, Mama? Danke. Hier sind die. Jawohl. Sehr lecker, sehr süß. Dir schmeckt es nicht? Da vorne sind Taschentücher, da kannst du reinschmecken. Schmeckt sehr nach Orange. Ich muss jetzt den Geschmack aus meinem Mund kriegen, also werden wir die TikToks probieren. TikTok! Evas Tante hat die immer beim Autofahren verteilt. Dankeschön. Bitte. Oh mein Gott. Sag mal, willst du nicht mehr, dass ich in deinen Videos drin bin? Hey, so Mama. Ja, alles gut. Oh. Zeig lieber auf dich. Sag immer, du willst nicht aufgenommen werden. Ja. Heute bin ich mal geschminkt, da will ich aufgenommen werden. Oh ja. Ich habe gerade so krasse Nostalgie. Oh, das ist gerade eins runtergefallen. Isst du die wie Bonbons oder kaut ihr die? Ich kau die immer. Du? Ich kau die. Ja. Wir schauen jetzt erstmal bei Nanuna nach, ob wir noch irgendwas Cooles finden. Wir wollten eigentlich nur was zu essen, aber das ist alles nur Deko-Zeugs und davon haben wir echt genug. Wir gehen jetzt in den Lush. Und nachher oben auch noch zu Starbucks, weil die haben auch immer coole Halloween-Sachen oder so. Zumindest, was heißt Halloween? Orange und schwarz, ne? Pumpkin Spice Latte können wir uns oben holen. Genau. So, jetzt guckst du mal bei Lush, ob du da was findest. Da ist er. Also, Orange habe ich schon gesehen. Sind das Badebomben? Ja. Ja? Ja. Na, falsche Farbe. Falsche Farbe. Nein, auch nicht gucken. Riecht gut. Ja, wir sind hier gerade erkannt worden und Eva macht jetzt Bilder. Und hier sind jetzt auch diese Badebomben noch, die sind auch voll schön. Ja. Wollen wir die beiden mitnehmen? Mhm. Bei Lush waren wir erfolgreich. Ja. Jetzt gucken wir nochmal bei Hema, ob wir eine schöne Tasse oder so finden. Genau. Ich wollte gerade sagen, hey, hier gibt es richtig viele Süßigkeiten, aber nichts davon ist schwarz. Ja. Aber es ist orange. Wir schauen jetzt, was wir bei Starbucks finden, was in unser Farbschema passt. Wir holen uns so einen Pumpkin Spice Latte und einen Pumpkin Spice Cake. Wir haben jetzt nur den Pumpkin Spice Latte, weil wir haben uns den Kuchen genau angeguckt und der war braun und nicht gelb. Sehr bitter. Sehr bitter? Schmeckt er dir nicht? Ich schenk dir den. Ich hatte mir das fast schon gedacht, deswegen haben wir nur einen bestellt. Und? Ja, der ist in Ordnung. Ich mag den. Avi meint, sie findet jetzt bei Abercrombie bestimmt was Oranges, oder? Oder was Schwarzes. Und ich habe hier ganz tapfer mein oranges T-Shirt an. Was ich für dich alles tue, oder? Schwarz haben sie einiges. Nein, 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 auch nicht gucken. Hände weg, Hände weg, Hände weg. Ich bin hier die Farbenpolizei. Ich beobachte dich, ne? Ich lasse dich nicht aus den Augen.
Da ist nichts schwarz. Ja, doch, da ist eine schwarze Hose, die kannst du dir angucken. Eigentlich wollten wir hier bei Dunkin' noch einen Donut mitnehmen. Ach, da gibt es auch welche in Orange, schau mal. Aber. Die sind so voll, die können wir jetzt nicht mehr essen. Wir sind wirklich irgendwie pappsatt heute. Ja. Also lassen wir es und fahren wieder nach Hause. Ach, und bei Abercrombie gab es natürlich nichts. Nur mit den Augen geschaut, ne? Ja, genau. Wir sind back und ich zeige euch jetzt, was wir so gekauft haben. Also als erstes im HEMA haben wir hier diese Dinger gekauft. Ich habe nicht wirklich gesehen, was das ist. Also machen wir mal auf. Ich habe nur gesehen, dass es orange war und bei den Süßigkeiten. Das sind Rosinen. Ich liebe Rosinen und die sind schwarz, also kann ich die auch essen. Super. Auch beim HEMA haben wir uns da hier diese Schokolade gekauft, die ich gleich essen werde. Ich liebe Schokolade. Über alles. Und die ist orange. Also geht's ja. Und natürlich dann noch diese Sachen. Diese Tüte riecht so gut. Oh mein Gott, ich liebe Lush so sehr. Also als erstes haben hier zwei Badebomben, die ich jetzt... Die Tüte ist gerade runtergefallen. Eine werde ich jetzt auch nehmen. Wir haben so eine schwarze Rose gekauft und einen Kürbis. Ich glaube, ich werde jetzt den Kürbis nehmen und dann werde ich ein bisschen von der Schokolade in der Badewanne essen. So sieht übrigens die andere Badebombe aus. Den Kürbis seht ihr ja gleich. Oh mein Gott, die riechen so gut. Wir sind im Badezimmer. Hier ist meine krasse Frisur, die ein bisschen verrobt aussieht. Und wir machen jetzt zusammen die Badebombe rein. Hier ist das krasse Setup, die Schokolade, bisschen Wasser. Und hier ist die Badebombe. Ich finde, die sieht einfach so krass aus. Ich hoffe mal, dass das eine Badebombe ist. Ich weiß auch, ich habe das letzte Mal irgendwie so ein Schaumding gekauft und es hat nicht richtig funktioniert. Okay, es hat funktioniert. Das kann man hier nur nicht mehr richtig erkennen, aber es riecht schon mal gut. Ich gehe jetzt baden und dann sehen wir uns gleich wieder. Du sitzt da, als hättest du Hunger nach dem Baden. Ich habe sehr viel Hunger. Aber zu wenig Schokolade, ja, aber es gibt jetzt auch keine Schokolade. Es gibt jetzt Pumpernickel. Lecker! Und hier Marmelade. Wir können nur die Orangen nehmen. Nee, auch die dunkle, oder? Die ist doch fast schwarz. Oder willst du nur? Zeig mal, dreh mal. Was meint ihr? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Das ist schwarz, das ist orange. Du freust dich so sehr. Ich freue mich so sehr. Ich liebe Pumpernickel. Du hast es noch nie gegessen. Ich habe auch noch nie Pumpernickel gegessen. Ich habe schon Schwarzbrot gegessen, aber nicht Pumpernickel. Ja, Schwarzbrot ist auch gut, aber wir hatten kein Schwarzbrot im Globus. Was total komisch, das ist ein riesen Supermarkt. Das war crazy. Ich glaube, wir waren einfach nur blind. Und es gab auch keine Sahne, das weiß ich auch noch. Da waren wir auch nur blind, ich wusste nur nicht, wo die ist. Aber mittlerweile haben wir welche. Das geht nicht, du kannst nicht essen. Oh, komm, ich helfe dir. Oh. Okay, dann habe ich auch. Gib. Riecht wie Schwarzbrot und Marmelade. Lass es dir schmecken. Auf jeden Fall, das riecht genau wie Schwarzbrot. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Das ist einfach nur rundes Schwarzbrot. Ich finde, es riecht ein bisschen nach Marmelade irgendwie. Übrigens mag Ava keine Butter, deswegen kommt da keine Butter drunter. Ich hasse Butter. Nein, Butter ist schlecht. Hättest du eh nicht essen dürfen, weil es gelb und nicht orange. Ja, immer wenn ich backe, muss ich mir dann die Nase zuhalten, wenn ich Butter reinmache. Prost. Das größte Abendessen der Welt. Natürlich kein Brot. Na, aber jetzt heute Abend wird es gegessen. Guten Appetit. Das ist ein Witz. Ich bin von dem Pumpernickel nicht voll geworden. Also machen wir uns jetzt noch einen Snackteller. Und meine Mom hat sich noch einen Tee gemacht. In einem schwarzen Becher, wenn ich dazu sage. In einem schwarzen Becher. Sehr krass. Und wir müssen noch die Softcakes probieren. Super. So sieht es jetzt aus. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ganz oft einfach nur die Verpackung orange ist und die Sachen einfach nur braun sind. Egal. Und irgendwie sind die Reese's Pieces total zerstört. Ja, jetzt ist es Zeit, die Softcakes zu probieren. Ich habe noch nie Softcakes gegessen, aber ich habe gehört, dass sie jetzt nicht super sind. Ich glaube, die lasse ich dann meinen Eltern. Und jetzt probieren wir noch die Lakritze-Dinger. Bitteschön. Danke, Evi. Ich teile. Und jetzt hier noch die Lakritz-Dinger. Die lasse ich, glaube ich, auch meinen Eltern. Okay, Leute, das war's jetzt. Eigentlich werde ich heute nur noch Fernsehen schauen und dann ins Bett gehen. Also sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis ihr Lieben. Ciao.